Okay, Town City, fair. Fair und balanced, gute Stage. So, und da sind wir auch schon. Bang, bong. Bang und verkackt. Ah, wird nicht gepunished. Und immer noch gesmashed. Oh, und da ist die Abi. Ein bisschen delayed. Oh. Ah! Oh, schön recovered. Gut recovered. Slicer hier mit den 10 Stunden. Ey, wir haben hier Leute, die haben 9999 Stunden auf ihrer Switch. Deswegen die 10 Stunden seien auf jeden Fall gewürdigt, dass man da recovern kann schon. Okay, der Jump und die Abi. Schön. Sogar noch ein bisschen Damage gemacht. Ist ja auf jeden Fall möglich für... Ah, die Downbee. Ah, gute DI. War zumindest nicht tot. Oh, aber ja, der Air Dodge war dann so weit oben, dass es schwierig wird. Ja, aber definitiv möglich für Slicer hier noch den Stock zu holen. Aber schwierig. Okay. Jetzt vielleicht die Down hier runter. Ah, okay. 117%. Jetzt muss er Skyvanian nur noch einmal in eine Situation bringen, in der er... Oh, das wird schwer. Und der Spike. Ja, das war's. Okay. Also hier 1,5 Minuten wieder. Skyvania macht hier den Alleingang und frühstückt seine Gegner. Und der zweite 3-Stock hier, das sind schon 6 Stocks, die geholt werden. Und er hat noch 3. Das heißt, das wird auf jeden Fall happig hier jetzt gerade noch für Fuego und Squallen. Wir sehen Squallen als nächstes. Letztes Mal noch mit Hero unterwegs. Mal gucken, ob das nochmal der Fall ist, jetzt gegen Duck Hunt. Okay, da haben wir den Bowser. Ja, weiß ich nicht viel über das Matchup. Ich denke, das wird ziemlich schwierig für ihn offstage, also für Luigi. Aber ja, mal gucken, wie das Combo-Game ist gegen Bowser. Oh, erstmal die 43% nur durch das Feuer. Da haben wir die erste Combo. Okay, noch ein... Aber nicht gekillt. Nämlich das ist das Wichtige. Ab wann kann die Abi kommen? Oh! Oh, der F-Smash hard punish. Sehr schön. Okay. Die Abi killt auch dann noch nicht. Okay, das ist nämlich das Wichtige gewesen. Ist schon eine enorm starke Attacke, aber ich glaube in der Luft auch nicht so stark. Oh, schön. Zurückgeholt. Das wäre jetzt auch, das wär auch so das nächste Level für Skyvania, das er besiegen müsste, um in die Top 8 zu kommen. So Leute, die Squallen oder so, müssten da schon geupsettet werden. Okay, da ist die nächste Combo. Ja, schön. Schöne Mix-Ups und Custom-Stuff. Okay, Skelly und Beißel vor Ort. Und das wahrscheinlich zu machen. So. Ich kann mal hier aufkreizen und mir beim Commentary helfen, wie ich finde. Erster Upsmash. Und Skyvania holt stocktechnisch aus, damit der 8. Stock den Skyvania hier holt. Von Squallen 2 Stocks zu holen, ist auf jeden Fall stark. So, schafft es nochmal einen Grab zu bekommen. Und wie viel Schaden kann er damit anrichten? Oh mein Gott. Bowser ist überraschend schnell, wirklich. Also. Oh! Das killt noch nicht. Jetzt fast Max Rage auf Luigi. Ich weiß nicht, was das für ihn bedeutet. Down Throw. Okay, ist schon mal Combo-Starter, aber gedroppt. 32% ist nicht genug, um den zu killen. So, schauen wir mal. Oh, nochmal eine Chance hier. Für Skyvania. 64%. Oh! Der Command Grab. Nicht. Und das war's. Ja. So. Also. Es steht. Ja, wie viel steht's? Zu 9, ne? 9 zu 4, genau. Also, Team, irgendein Name immer noch mit einem riesigen Vorteil. Aber es hängt jetzt ganz davon ab, wie Fuego Elo und Squallen hier jetzt abschneiden.
JL Musician bin ich jetzt auch gespannt, wie der spielen wird. Hat ja in letzter Zeit auch gut performt. Beißel da im Hintergrund. Kommt hoffentlich ja gleich nochmal rein. Kann auch mal ein bisschen Commentary machen. Yes. Okay, es geht los. Squallen gegen JL Musician. Gucken wir nochmal auf die Uhr. 10 Minuten noch. So, erster Stock weg. Zweiter Stock auch. Stimmt. So, es geht los. Immer noch einen Haufen an Stocks hier. In der Crew. Wer ist da noch alles drin? In irgendeinem Name. Auf jeden Fall. Skyvania, JL Musician, Splash Mage. Nummer 4 habe ich jetzt gerade wieder vergessen. War es Kaliki? Ne, Kaliki war ja ein Slicer. Okay. Jetzt ganz verwirrt. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Im Moment auf jeden Fall natürlich ein klares Stocky für Sakura, aber hier für JL Musician. Ah, jetzt gerade sieht's auch ganz gut aus, prozentemäßig. Ja, Stock ist noch da. Gozo Offstage, eine Backer könnte reichen. Ja, und das war's. Okay, saubere Leistung hier von JL Musician. Jetzt kommt Fuego Elo. Der Einzige, der hier noch das Comeback reißen kann. Das sind jetzt 9 zu 3 Stocks. Damn. So, ja, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Joker gegen. Ja, wird das jetzt der Fox? Ja. Na gut, auch das für mich eine Begegnung, die auf jeden Fall spannend ist und so ungefähr auf einer Wellenlänge sein könnte. Wir konnten es eben gerade sehen gegen den Bowser von Squall. Auch so Top 8 Placement, Top 9 zumindest. Eigentlich sollte Fuego Elo ganz gute Erfahrung gegen Joker haben. Der Repus den spielt, die beiden spielen oft online relativ häufig oder haben zumindest. Inzwischen spielt Repus ja keinen Joker mehr, sondern Rob. Aber hier sieht er Damage gerade. Und. Oh ja, da war auf jeden Fall der Upsmash möglich. Hat er selbst nicht mit gerechnet, wollte da das Follow-up bekommen, Tech Chase. Oh. Sieht gerade das Joker-Comeback und Upsmash. Arsene ist damit auch weg. Sehr schön, schöne Leistung von Fuego Elo. Aber reicht das bisher, um diese 9 Stocks, 8 jetzt noch zu holen? Ja, muss hier jetzt auf jeden Fall irgendwie Arsene loswerden. Ah, das hat sich jetzt erledigt ungefähr. Wichtig. Oh, und damit der zweite Stock, schön. Diesen 3 Stock braucht Fuego Elo gerade, um hier irgendwas noch zu reißen. Aber mit 3 Stocks in ein 6-3 zu starten, also 6 Stocks, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Oh, schöner F-Smash. Und da ist wieder Joker. Hier, Arsene. Bleibt hier aggressiv, wichtig. Er ist jetzt schon fast wieder bei der Hälfte. Schön.
Ja, macht das hier sehr patient. Also weiß, wann er mit Frame Data kommen muss und wann er mit Reads kommen muss. Verliert jetzt allerdings den Stock. Weil das war ja so ungefähr die Initiative, jetzt hier noch mit drei Stocks rauszugehen. Das Flash Mage später sollte das nämlich sehr wichtig sein. Mal gucken, ob wir da dann wieder den Ridley sehen, falls er noch zum Einsatz kommt. Oh, kommt er noch rauf und... Ja, sauber. Okay. Das heißt, zwei Stocks zu sechs. Sechs zu zwei Stocks. Könnte knapp werden. Ich bin mal gespannt, wer jetzt noch reinkommt. Ist das Kalinki? Kommt Kalinki rein? Dann mache ich schon mal den Tweet fertig für Pools. Ah, Scorpion. Ah ja, okay. Ja, schwierig. Jetzt noch Scorpion Splash Mage mit zwei Stocks. Hart. Da muss er schon jetzt irgendwie ein ganz neues Tempo einschlagen. Mache ich gleich noch ein Foto von denen. Damit starten wir in Pools. Okay. Ich habe da gerade schon den Pac-Man aufblitzen sehen. Interessante Wahl, wie ich finde, gegen Fox. Er kann halt sehr campy jetzt spielen, aber Fox in Rushdown, ich hätte wahrscheinlich Pac-Man genommen, aber mal gucken, was er hier zu bieten hat mit Pac-Man. Pac-Man ist ja auch ein Charakter, der in Ultimate dann doch schon echt viel besser geworden ist, generell mit seinem Movement. Ist nicht mehr so hard dependable, was Projektile angeht. Aber es ist natürlich schon sein Main Quirk, ne? Also, dass er Projektile hat, dass er hard zonen kann mit seinen Tools, gerade mit dem Hydranten irgendwie. Oh, tot? Tot. Ja, also das wird schwer. Aber mal gucken. Ein Stock hat er noch. In zwei Minuten soll Pools anfangen. Einer. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja noch. On time. Eigentlich können wir da ja gleich mal gucken, was wir als nächstes on stream haben. Ja, wir machen dann gleich 5 Minuten Pause, richten alles ein und dann kann es direkt weitergehen. So. Also, tatsächlich hat der Pick für Scorpion gut geklappt. Bisher. Immer noch auf seinem ersten Stock. Und Fuego hat Probleme ranzukommen. Gegen Pac-Man. Erster Stock weg, okay. In Pac-Man ist es sehr wichtig, dass du einschätzen kannst, wann du anfängst zu laufen und wann nicht. Also darf ich jetzt noch laufen, weil im Endeffekt hast du ja immer diese erste Initial Dash-Animation und theoretisch kann dich Pac-Man halt immer in dieser Animation erwischen, wenn du zu nah dran stehst. Ja, schöner kleiner Trick. F-Smash und das Wasser hätte ihn halt hochgeblasen wieder, deswegen hätte er dafür nicht leicht gepunished werden können. Damit gewinnt irgendein Team irgendein Name, Cruz. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Ich mache gleich nochmal